Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Space Engineers hier am Dienstag in der vierten Staffel natürlich. Mit dabei der Ice Dragon, also ich, und natürlich auch der Heiko. Hallo. Der Heiko, der gerade das Tor öffnet. Ja, ich kann besser schweißen, brauche kein Jetpack. Faule Sau. Hier muss nach unten die Leiste drunter, ne? Ja, kannst du ja implantieren, wenn du Bock hast. Na, das macht dich besser, wenn es zu ist. Pass mir eben zu, ich muss den sowieso eben Schallplatten holen. Dann mache ich es halt wieder zu. So, eben schnell zumachen und schnell raushüpfen. Ja, unser neues Hangar-Tor. Unsere zwei neuen Hangar-Tore. Eins habt ihr ja in der letzten Folge schon gesehen. Das andere habe ich jetzt schnell im Offscreen, also schnell im Offscreen gebaut. Hat nicht so gut funktioniert mit dem Schnell, wie ich mir dachte, aber ja. Ja, ich sag mal so, Server-Neustart lässt grüßen, Funktion ausnutzen, dass wir nur alle 10 Minuten speichern. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Ja. Unsere Gruppe weiß da mehr, unsere WhatsApp-Gruppe, die weiß das wieder, was wir hier gemacht haben für Schindluder. Ja, es sah sehr lustig auch gerade, aber... Unable to place. Lässt er mich nicht platzieren hier drunter? Oh. Ich glaube, da liegt irgendwas im Weg. Ja, eben mit dem Krater hat es geschafft. Es ging ja auch, bei der anderen Seite ging es ja auch. Ich weiß nicht, warum es jetzt nicht geht. Vielleicht liegt hier irgendwas im Weg. Schrott oder so? Guck mal, der Einstell lag noch mit Schrott rum gerade. Ah. So. Manchmal sind schon so einfache Sachen wie Schrott. Mhm. Bei dem, was wir hier, was ich hier schon produziert habe, kein Wunder, dass überall Schrott rumliegt. Ja. So, Leiste liegt hier auch drunter, muss dann nur noch geschweißt werden. Okay. Ja. Ja. Oh, Hangar-Tore. Aber ich glaube, das braucht trotzdem weniger Material, Heike, als wenn wir die luftdichten Hangar-Tore verwenden. Ja, ich glaube schon. Und die sind sogar noch einen Tick größer. Denn das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke groß und das andere wäre nur 4 hoch gewesen. Genau. Weil das ist jetzt 5 mal 5. So, ihr seht, Hangar-Tor 1 und 2. Rechts und links. Wobei zu beachten ist, das Gelbe ist die Zahl, nicht das Weiße. Aber man könnte es auch andersrum sehen. Ja. Ja. Wobei, nee, ich glaube, es fällt auf, weil du hast ja halt außen alles weiß. Ja, deswegen. Der Rest des Tor ist ja auch gelb, glaube ich. Ja, deswegen, weil, genau. Ja, Heiko wollte erst ein große LCD-Ding ranklatschen mit der Zahl drauf, aber warum? Geht auch gibt's so. Eigentlich so ein riesen 3x3 LCD? Nein, gibt's nicht, deswegen. Schade. Ey, mir fällt das auf, wir hätten auch einfach so eine riesen 3x3 Scheibe reinklatschen können. Ja, dann hätten wir aber keine Zahl drauf. Ja. Man könnte jetzt natürlich den Rand auch so gestrichelt, also so abwechselnd machen. Könnte noch Lichter ranbauen, irgendwelche Blinklichter oder so. Auf der Innenseite vielleicht vor allem. Da habe ich gerade eine Idee. Mal gucken, wie man die gut da platzieren kann. Kann man die da platzieren? Nee. Ja, auf den luftdichten Hangar-Toren kriegst du halt nicht groß was drauf, ne? Das ist immer das Problem. Mhm. Hier ja auch nicht, weil es andersrum platziert ist. Und da auch nicht. Nö. Also wie kriegst du auf der Innenseite nichts ran, Heiko. Okay. Nun ja, ist ja halt so. Und vielleicht dann mal testen, wenn es offen ist, aber warte mal, ich fahr mal eins auf, ja. Nö. Da geht nichts dran. Schade. Lustigerweise außen an der Kante könnte man was ranmachen, aber das würde, glaube ich, dann nicht mehr passen mit dem Zugehen, weil dann da die Wand da gleich kommt. Das wäre eng. Deswegen außen an der Kante kannst du mal dran setzen, lustigerweise. Hm. Und da die Blöcke hier nur halbe Blöcke sind in der Mitte, kriegst du da innen auch nichts platziert drauf. Ja, von außen. Nur von außen, ja, aber von innen wäre mir lieber. Ne, dann lassen wir es. Wir brauchen generell eine Beleuchtung im Hangar, ne? Ja. Dann lassen wir es.
Die Gatling muss auch gemacht werden. Die ist noch nicht fertig, die Gatling. Ach, die Leitung ist aber schon fertig, ne? Ja. Ja, die habe ich eben fertig gemacht. Was fehlt denn noch? Auf 15 Metallgerüste bloß noch. Dann ist ja schon alle drin. Die haben wir aber noch nicht. Die haben wir nicht. Ist ja doof. Müssen wir 15 in Auftrag geben. Halt die mal vorziehen. Ja. Brauchen noch 10.000 Eisen, sagt er. Ich habe eine ganze Tonne Metallabfall dabei. Und noch ein bisschen Baumaterial, immer wieder ablegen könnte. Wir haben 1 Kilo Uran. Yeah. Wir haben echt, also wir sind echt mau dran mit Ressourcen, ganz ehrlich, wa? Ja. Abgesehen von 10 Tonnen Kies. Wir haben gerade auch nur 1 Tonne Kobalt, 3 Tonnen Nickel, 1,5 Tonnen Silizium, also das ist echt nicht gerade viel. Ich hatte meine H2. Das Silizium ist alles für die Fenster hier drin draufgegangen, ne? Naja, ich weiß, für die ganzen Fenster, ja. So, ich hab mal mein Silizium, Flaschen. Im All wird's besser. Wurden eigentlich die Fenster auf dem Produktionsgebäude mal fertig geschweißt? Nö. Gut, ja, hier Frage. Fehlt noch Panzerglas. Echt jetzt? Ja. Oha. Kümmere mich mal darum. Ja. Nur kein Panzerglas mehr da. Ein bisschen müsste noch da sein. Ich habe gerade das letzte rausgenommen. Achso. Oh, hat er die Gerüste schon fertig gemacht? Hat anscheinend noch ein bisschen Material da immer, ne? Also. Gatling Nummer 4 online. Okay. Hat wohl keine Munition. Genau, es sind nur die Munition. Die anderen sind eingestellt auf wie hatte ich die benannt? Hatte ich die nicht alles sogar mit Gatling benannt? Das weiß ich nicht. Habe ich die ausgeblendet? Gatling, ja, die sind ausgeblendet. So, was hat er denn? 600 Meter und der Rest ist ja relativ klar. Okay. Gatling Hangar. So, 600 Meter hat er ja schon. Bleibt die Einstellung so, bis auf Stationen anvisieren braucht er ja nicht. Und Neutral soll er ja auch anvisieren, ne? Mhm. So, sind alle entsprechend eingestellt, hatten noch. Wie dumm das hier drin ist, wenn der Hangar komplett dicht ist, ne? Hat jetzt nur keine Munition. Was? Wie dunkel das ist, wenn der Hangar komplett zu ist. Ja, kannst mal sehen. So, ich klau mal der Gatling vorm Solarpanel ein paar Munitionskisten, ne? Ja. Also ich klau mir mal überall so 2-3 Munitionskisten zusammen, damit die andere auch ein paar kriegt. Mhm. Damit wir auch hier vollen Schutz haben. Ja, eigentlich bräuchten wir viel mehr Munition, dass das wirklich mal automatisch verteilt wird hier. Mhm. So, die kriegt jetzt zumindest 8. Der Hangar kriegt zumindest erstmal 8 Kisten. So, jetzt hat er Munition drin. So, wir haben jetzt 4 aktive Gatlings. Jedes Gebäude einer. Und eine vorm Solarpanel. Immer eine schöne Basis hier. Mhm. Gucken wir uns die mal von oben an ein bisschen. Hangar-Tor öffnet gerade, seht ihr. Hangar 2. Ein Landepad haben wir immerhin. Bin noch kein gerade großes. Ja, morgen ist eigentlich im Livestream gedacht, dass wir ins All, also ob wir dann wirklich schon ins All schaffen, weiß ich gar nicht, Heiko, weil... Ob wir eine Vorbereitung dafür. Naja, ob wir die abschließen können, ist auch die Frage dann, weil Material, ne, wir werden dann wieder Eisen holen müssen. Ja. Wahrscheinlich vielleicht noch ein weiteres Landepad. Wir brauchen wieder was zum Bauen, was Ort in Ruhe bauen können, am besten eine Fläche, ne? Mhm. Und Hangar jetzt.
Was? Aber der ist wahrscheinlich zu klein, der Hangar. Der ist zu klein. Tja, Hangar größer bauen, mein Gott. Größere Tore. Man hätte natürlich auch ein großes Tor davor setzen können, ne? Ja, genau. Hätte man zwei Motoren weniger gebraucht. Ja, aber für ohne Ende Steinplatten mehr. So ohne Ende ist das gar nicht. Das wäre sogar weniger. Ja, stimmt. Werden die Pfeile damit austauschen. Deswegen den Pfeiler raus. Und dafür fallen ja dann, was denn bloß Genau. oben und unten Und dann landen eine. das große Schiff quer hier drin, oder Dann bleiben mal locker drei oder vier von diesen Hangartoren übrig. Von diesen was? Blöcken davon. Ja, auf jeden Fall. Ich will mal wissen, wie dunkel es ist, wenn das Ding zu ist. Licht aus. So. Hier, der ist so schon relativ dunkel hier drin. Wir jetzt noch die Sonne aussperren. Tschüss, Sonne. Muss ich vorhin mal hier hinstellen, dass hier ist die Beleuchtung anders als da vorne. Ja, hier wird es dann richtig dunkel. Ja, halt kein Licht hier drin, ne? Das wird wahrscheinlich noch dunkler, wenn das Hangar-Tor zu ist. Mal beide aufmachen. Funktioniert auf jeden Fall. Und sowas mit luftdichten Hangartoren in Massen an einem großen Schiff nachher dran, ne? Was? Und sowas in Massen an den großen Schiffen nachher dran, ne? Oh Sind Gott. Hangartoren. Willst du doch auch ein Trägerschiff bauen oder Natürlich! was? Einmal alle Klappen auf und drohnenmäßig wuff alles raus. Also du könntest das mit Bomben machen, das ist wie so ein Bomber, ne? Der hat die Bomben halt drin. Und dann könntest du so aufklappen halt, wo dann die Bomben unten schon dranhängen, wie so Dann löst Flügel. du den Verbinder einfach von der Klappe und dann. Ja, du brauchst ja nicht mal die Klappe. Du kannst ja entweder hast du da mit Connector die angeschlossen, Oder Mörschblöcke. also mit dem Blockverbinder und lässt einfach fallen. Oder über den Verbinder halt. Ja, wäre fast sogar noch Ja. einfacher, aber da kannst du einfach direkt abkoppeln, zack, fumpf, tschüss. Nimm was Dann Bombe fährst du so einen irgendwo. schönen Balken aus, wo du schön Bomben dranhängen, einer neben dem anderen, schön Verbindertechnik und dann abwerfen, so zack, 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 zack. Eis, ich glaube, dann sowas werden wir uns bauen für unser kleines Gefecht mal. Das Schöne ist, ich kann auch vom Cockpit aus beide Hangartore einfach schließen. Also wenn ich zumindest im Hangar angedockt stehe, dann kann ich das Über machen. Fernbedienung kannst du es nicht machen, ne? Nee, da bräuchte ich ja wieder einen programmierbaren Block und so weiter. Also nicht unbedingt. Ich könnte, warte mal, wenn die Basis eine Antenne hätte und eine Fernsteuerung und unser Schiff auch eine Antenne hätte, dann könnten wir über Fernsteuerung das öffnen auch. Okay, ich glaube, wir brauchen so ein kleines Kontrollzentrum. Aber dann müssen wir halt wirklich, also es geht ja nicht unten über so eine normale Taste, glaube ich. Ich glaube, wir müssen das dann wirklich trotzdem extra über richtig den Antennenmenü aufmachen, Fernsteuerung und, ne? Ja, aber es geht nur darum, dass du dann hier drin landen kannst, wenn die Hangartore zu sind, ne? Naja, offen müssen sie schon sein, sodass du die Hangartore öffnen kannst von außen, ohne aussteigen zu müssen. Aber ich denke, das hat trotzdem deutlich Material gespart im Verhältnis zu Ja, ich auch. den luftdichten Hangartoren. Jetzt überlege ich, ob ich das bei mir echt auch machen, sowas, ne? Bleiben wir denn noch einen Krater in den Boden jagst? Und dann schön mit Verbinder halt wieder trotzdem verriegeln das Ganze. Ich glaube, ich will das dann trotzdem verriegelt haben, das Tor, wenn es zu ist. Ja. Oh. Und hab den machen. So. Ja. Ich hab Ich war meine. gerade nur auf die Startplatte, die fertig sind fürs Tor, ne? Ach so, ja. ja, wir haben ja an sich sonst natürlich nur zu tun in Richtung. Lass uns doch mal überlegen, was wir alles in unserem Schiff einbauen wollen fürs All. Was brauchen wir denn alles? Ein Sauerstoffgenerator. Na gut, nicht unbedingt. Ich mach mal eine Liste. Doch, will ich einbauen, Heiko. Okay. So. SE. LP. Schiff. All.
Minimum, ja. Mhm. So, einmal Oxygen reicht mir, so. Genau. Ich würde gerne einen Tank einbauen, einen Oxytank. Mhm. Einen Sauerstofftank dann? Ja. Ach Gott, Hydrogentank. Entsprechend einen Lüfter anschließen. Obwohl das nicht zwingend erforderlich ist. Ich glaube, wenn wir das Ding hier mit der Station verriegeln, könnten wir es auch über einen Stationslüfter befüllen. Weil im All können wir es über einen Lüfter eh nicht nachfüllen. Also ja, stimmt. Aber das Material, was wir an den Lüfter dran bauen, könnten wir mit ins All nehmen. Können wir aber auch so mit ins All nehmen. Ja, gut. So, Hydrogen brauche ich tanktechnisch gar nicht extra einbauen, werden wir sowieso brauchen für die Triebwerke. Survival Kit. Willst du gleich eine komplette Raffinerie mitnehmen? Würde ich sagen, oder? Oder zumindest ein Schmelzofen. Ich würde gleich eine richtige Raffinerie mitnehmen. Du. Wir haben eigentlich nur 3 Minuten, ne? Ja, du hast noch 3 Minuten. Ja, genau, ich habe noch 3 Minuten. So, eine Raffinerie, eine Montageanlage. Würde ich sagen. Ja, Raffinerie, Montageanlage muss mit. Ja, Survival Kit bauen wir ein. Ja. Das, so ein bisschen Stahlplatten als Grundlage müssen wir mitnehmen. Bisschen Conveyor-System. Muss gucken. Ich würde eine Basis aber gerne irgendwo trotzdem fix bauen. Vielleicht irgendwo an einem Meteorit, an so einem Asteroiden dran. Ja. Na? Jupp. Gut. Aber Heiko möchte gleich Planet Zoo streamen. Und deswegen verabschieden wir uns ganz schnell für heute von euch. Wünschen euch noch einen schönen, schönen Rest. Dienstagmorgen, 20 Uhr oder vielleicht sogar, nee, 19 Uhr geht ja auch, wa? Bestimmt. Ja, 19 Uhr ist machbar. Sagen wir mal lieber 19 Uhr. Morgen, 19 Uhr, Special Engineers Livestream, Folge genau. 32. Und wir verabschieden uns bis dahin von euch. Wünschen euch noch einen schönen, schönen Rest. Sonntag, Quatsch, Sonntag, Dienstag. Und sagen ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschüss.